wir müssen los. Kinder! Andy, Lucy, wir sind bald wieder da. Nicht weinen, Süße. Hier sind Süßigkeiten. Andy, pass auf deine Schwester auf. Bis dann, Zuckerpüppchen. Wir haben euch lieb. Chupa Chups. Mein Zahn. Hast du Zahnschmerzen? Keine Sorge, wir gehen zum Zahnarzt. Der bohrt deinen Zahn und zieht ihn dann trotzdem. Nein, ich will nicht zum Zahnarzt gehen. Wo bist du, Lucy? Lucy, das war nur ein Scherz. Meine kleine Schwester ist verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden. Was soll ich tun? Ich weiß es. Das ist Lucy und das sind ihre Lieblingssachen. Jetzt weiß ich, wo ich anfangen muss zu suchen. Lucy, ich habe deinen Bären. Lucy, ich habe deinen Lieblingscartoon angemacht. Jetzt wird sie bestimmt auftauchen. Warum ist sie noch nicht da? Okay, ich warte noch ein bisschen. Wings Club ist so aufregend. Das hätte ich nicht erwartet. Loom, du bist verrückt. Vulkanangriff, tolle Idee. Lucy, ich habe deine Lieblingspizza mitgebracht. Mh, sie riecht so gut. So lecker. Wo bist du? Lucy, eine Pizza. Dann ist sie also nicht zu Hause. Ich schaue in der Schule nach. Lucy, die Pizza ist da. Vielleicht versteckt sie sich im Spind. Lucy? Irgendetwas riecht hier gut. Ist das eine Pizza? Oh, die Pizza rennt weg. Hast du meine Schwester gesehen? Sie kauft dir immer Süßigkeiten. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du Süßigkeiten kaufst, klingelt das vielleicht bei mir. Ja, ich kaufe sie. Das ist nicht genug. Ich kaufe mehr. Immer noch nicht? Ich nehme alle Süßigkeiten. Viel besser. Das ist ein zusätzliches Geschenk für dich. Und ich habe deine Schwester nicht gesehen. Was? Warte mal, du hast das Foto vergessen. Gut, ich werde Lucy mit Süßigkeiten anlocken. Sie wird nicht widerstehen können, sobald sie das sieht. Eine Schokoladenfalle ist eine tolle Idee. Lucy, ich warte. Aha, ich höre es rascheln. Hab ich dich. Ich wusste, dass diese Falle funktionieren würde. Oma, du hast mich erschreckt. Hier, wisch die Schokolade ab. Andy, Schatz, wo ist Lucy? Ich werde sie holen. Hier ist sie. Lucy, hallo mein Schatz. Lucy ist heute nicht in der Stimmung zu reden, aber sie freut sich, dich zu sehen.
Andy, deine Schwester hat heute den Unterricht geschwänzt. Was ist passiert? Miss Maisie, Lucy ist krank. Sie hat Husten und Fieber. Sie fühlt sich schrecklich. Puh, ich bin nochmal davongekommen. Da ist er. Du kommst mit uns. Nein, ich bin gesund. Das Frühstück ist fertig. Danke, Oma. Will Lucy nicht frühstücken? Ich bringe es ihr ins Zimmer. Du bist so fürsorglich. Lucy, bist du fertig? Noch nicht. Gut. Puh. Ich platze gleich. Meine Enkelkinder müssen mehr essen. Andy, mein Schatz. Vergiss deine Brotdose nicht. Danke. Wo ist Lucy? Lucy kommt gleich. Ich muss mir sofort etwas einfallen lassen. Das sollte reichen. Lucy, dein Essen. Danke. Sie ist groß geworden. Was soll ich tun? Lucy, da ist sie ja. Wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was machst du da? Tut mir leid, falsche Person. Dieses Kleid gehört Lucy. Komm sofort heraus. Huch. Andy, tut mir leid, Herr Cosinus. Wenn Sie herausfinden, dass meine Schwester weggelaufen ist, bin ich erledigt. Sie werden mir mein Handy, meine PlayStation und meinen Laptop wegnehmen. Bei Taschengeld. Und dann schmeißen Sie mich raus. Das ist eine Katastrophe. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss Lucy finden. Ich werde das ganze Haus auf den Kopf stellen, um sie zu finden. Es ist sinnlos. Sie ist weg. Lucy, warum nur? Moment mal, was ist, wenn ich sie anrufe? Lucy, sag mir jetzt sofort, wo du bist. Das werde ich nicht. Komm zurück nach Hause. Nein! Moment mal. Lucy, da bist du ja. Okay, ich komme raus. Warum versteckst du dich? Ich will nicht zum Zahnarzt gehen. Ich komme ja mit. Mach dir keine Sorgen. Juhu! Fertig? Dann komm. Na bitte. Mom, Dad, ihr seid wieder da. Kinder, wir haben euch so sehr vermisst. Hattet ihr Spaß? Ja, hatten wir. Toll.